Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ihr seht, ich habe zu einer quadratischen Leinwand gegriffen und trage schon einmal zwei Farben auf. Einmal das Payne's Grey von Amsterdam und zum anderen die Farbe Zinn. Das ist ein etwas wärmerer Metallic-Ton. Und die beiden vermische ich mit meinem Flachpinsel direkt auf der Leinwand. Bevor meine Hintergrundbemalung antrocknen kann, greife ich zu einem sogenannten Glittersand. Und das ist ein Glassand, welcher Glitzerpartikel in allen möglichen Farben enthält. Auch wenn man das jetzt aus dieser Perspektive nicht so gut sehen kann, erstrahlen die kleinen Glitterpunkte doch in allen Farben. Dann trockne ich die Hintergrundbemalung inklusive Glitter einmal richtig gut an, bevor ich dann zu meinem großen Rakelwerkzeug greife, dazu das Perlblau auftrage und dann die erste Schicht auf die Hintergrundbemalung auftrage. Dadurch, dass dieser Glittersand zwar sehr fein ist, aber trotzdem gekörnt ist, kann nicht an jeder Stelle das Perlblau auf der Hintergrundbemalung haften und es entsteht schon mal eine sehr lebendige erste Schicht. Ich trage das Perlblau ein paar Mal auf mein Rakelwerkzeug auf und setze an verschiedenen Punkten auf der Leinwand an, bis ich mit dem Farbauftrag zufrieden bin. Dann wollte ich schon lange mal wieder ein dunkles Rot einsetzen und das ist die Farbe Kamin. Je nach Kamera, die gerade filmt, sieht der Rotton etwas anders aus, aber es handelt sich wirklich um ein samtiges dunkles Rot. Beim Drehen der Leinwand kann man es schon ein bisschen sehen, dass das Perlblau und das Rot zusammen ein bisschen einen rosafarbenen Ton ergeben. Das Perlblau hat ja blaue Partikel, die sehr perlfarben schimmern, aber trotzdem ist dort ja ein Anteil an blauen Farbpigmenten vorhanden. Und deshalb mischt sich jetzt auf der Leinwand bereits das Blau mit dem Rot. Um ein noch dunkleres Rot zu kreieren, nehme ich mir die Hintergrundfarbe Payne's Grey, gebe die auf mein nicht gesäubertes Rakelwerkzeug und gehe damit zwei, dreimal über die komplette Leinwand, um einen schönen, dunkleren und changierenden Farbton des Rots zu erhalten. Weil mich das Perlblau in dieser Farbkombination sehr fasziniert, gebe ich es anschließend auch nochmal auf das Rakelwerkzeug und ziehe eine Bahn. Und das funktioniert auch nur mit Perlfarben, was dann entsteht, nämlich dieser leichte weißliche Ton, ein lilafarbener Ton, ein violetter Ton und ein dunkler Fuchsia-Ton, die sich dann urplötzlich auf der Leinwand befinden. Jetzt gibt es tatsächlich schon die Kamerafahrt über das noch nasse Bild, weil ich mir gedacht habe, nach der letzten Perlfarbschicht lasse ich das Bild einfach so stehen, wie es gerade ist. Ich habe einige Inseln, in der ich auch die Glitzerpartikel wahrnehmen kann. Ich habe den reinen Rotton, der an manchen Stellen noch durchschimmert.
Und dann habe ich diese ganz wunderbaren Farbschlieren mit den verschiedenen Flieder-, Lila- und Fuchsiafarbenen Farbtönen, die sich mit Hilfe des Perlblaus gebildet haben. Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild fällt zum einen wieder die wunderbare Struktur der Leinwand, aber auch die Struktur der Glitzerpartikel ins Auge, die der Sand hinterlassen hat. Und auch hier zeigen sich diese wunderbaren Farbschlieren mit den wunderbaren Abstufungen der Farbtöne, die insgesamt ein harmonisches Ganzes ergeben. Der leicht metallikfarbene Untergrund passt hervorragend zu dem leichten Schimmer der Perlfarbe. Aufgehängt sieht dieses Bild immer noch faszinierend aus, jedenfalls für mich, weil je nachdem, wie der Lichteinfall ist, das Bild leicht vor sich hinschimmert, die Glitzersandpartikel tatsächlich in verschiedenen Farbtönen leuchten. Das kommt jetzt leider bei der Kamerafahrt nicht so wunderbar rüber. Aber dieses Rot, was zwischendrin durch die Insel hindurch scheint, das finde ich richtig schön. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like von dir. Gerne darfst du auch etwas in die Kommentare schreiben. Teile ruhig dieses Video in den sozialen Medien. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.